Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part vom Last Epoch Let's Play. Jo, mit dem Vulcanus Forge Guard. Endlich habe ich mal zwei von diesen Smite-Idolen bekommen. Hier ist Smite 5% und hier glaube ich auch. Mit einem Wurfangriff und wir machen viele Wurfangriffe. Und deshalb blocken wir da relativ viel von diesen Smites. Wir haben auch noch den Speer. Da kommen Smites runter. Jetzt muss ich gerade mal kurz ein bisschen schauen. Ja, zum Beispiel hier kommt einer runter. Und dadurch machen wir natürlich gerne ein bisschen mehr Schaden an herumliegende Gegner. Hm, also, ja, Gegner, die in der Nähe sind. So, ja, das war ja lange Zeit mein Wunsch, dann zu spielen, weil ich schon relativ früh diesen Vulcanus die Klinge bekommen habe. Sieht aus wie ein Speer, aber sieht aus wie ein Stab. Ist aber eine Klinge, steht auch Zweihandschwert, ist einfach sehr braun und fast ein bisschen rund. Und ja, ich habe hier noch keinen Platz für ein zweites Idol. Und ja, hier müssen wir eigentlich insgesamt hier rein tun, damit ganz viele von diesen Smites runterkommen. So, wir gehen dieses Shield, die Dauer erhöhen, das müssen wir hier runter. Und ja, ich trage natürlich wieder diesen Spalterlösung. Was einfach guter Buff wegen den 1 zu 1 Kills. Habe auch auf dem Relikt 1 plus Kills. Und das bufft unseren Schaden schon sehr viel. Also. Jo, ist natürlich noch nicht ins Kill Speed 100 oder so. Aber ist zäh. Macht Spaß und ja, wir können dann noch extra Schaden machen, natürlich im Mitte zwischendurch, wenn ein paar Gegner da sind. Genau. So. Und ja, ist natürlich momentan besser, als einfach den anderen Charakter immer wieder zu sehen. Ja, mit den Ranken macht es natürlich auch Spaß, die sind auch sehr stark. Aber ich habe irgendwie nicht so das Verlangen, ihn zu spielen, also ja. Ihr habt jetzt ein paar Parts bekommen und auch den letzten Charakter, also der Bild mit den Flame Rites hat einfach nicht so viel Spaß gemacht, wie zum Beispiel der. Er ist jetzt eben noch im Aufbau. Wir müssen zuerst mal die Handschuhe hier haben für mehr Attack Speed und dann blocken wir auch wieder mehr Smite. Ich denke, ich habe genügend Mana, ich kann also, wenn ich da Wirbelwind habe, also diesen wie heißt das schon? Kriegspart, genau. Warpuff. Einfach mehr Smites noch so procken und natürlich durch die Idole, wenn ich dann auch zwei von diesen tragen kann. Ja, doppelt so viel oder 10% Chance. Das wird so schnell losgehen, das könnt ihr nicht denken. Aber ihr braucht mindestens eines von den Idolen, sonst blockt ihr wirklich sehr wenig. Oder braucht einfach viel zu viel Mana, um das mit dem Wirbelwind, also mit dem Warpuff zu procken. Ja, ihr seht, die Kugel geht schon ein bisschen runter rechts. Aber als wir den Bild aufgehört haben zu spielen, also den Unterbruch hatten, habe ich einfach zu hohe Mana-Kosten gehabt von Smite. Durch dieses Idol scheinbar jetzt nicht mehr, da wir einfach auch wenige vom Smite auf, ja, hier haben, oder? Jetzt habe ich zwei von vier, genau. Und das kostet nicht so viel Mana, aber wir hatten 4 von 4 und das hatte sehr viel Mana gekostet. Auf den Idolen gibt es, glaube ich, keine Mana-Kosten. Steht einfach nichts dabei. Und deshalb, ja, ist es besser natürlich dort herzuholen am Anfang. Genau. Also, wir müssen hier auch noch ein bisschen... Genau, wir müssen hier, ist kein Schild, ich schaue einfach kurz nach, das ist einfach nur oben, okay. Sonst haben wir hier auch nichts mehr, hier könnten wir eigentlich noch nehmen, weil das ist Trank, ich trinke ja nicht so viel, ich habe nicht so gerne sehr viel Bier. Gehen wir entweder hier oder wir machen hier göttlichen Blitz. Ich glaube, ich gehe mal zum Paladin.
Hier unten müssen wir nichts mehr nehmen. Genau, das Schild haben wir. Gut, also der Ring of Shield. Jo, ist ein bisschen komplizierter zum Leveln, also zum Statten. Die passiven Skills sind ein bisschen, jo, eher auf Defensive und so. Das ist nicht gerade so genau, jo, blind jetzt levelbar. Und, eben steppbar. Aber dafür, jo, geht er eben ab. Ist eben genug defensiv. Und wenn den Speer ich noch benutzen kann, ja, muss ich, geht auch bei großen Gegnern oder vielen Gegnern viel ab. Bis dann irgendwann mal genug abgeht, um das nicht mehr zu nehmen. Weil wir haben auch noch eine Möglichkeit, viele Hits zu machen mit diesem Roll Reversal, wie das heißt. Time Reversal, irgendwie so das. Und zurück, Zeit zurückdrehen wahrscheinlich. Genau. Und so, dort haben wir einfach auch mehrere Time Rifts, oder wie sie heißen und so. Die auch dann Wurf vielleicht machen. Nicht mehr sicher. Genau, und dann haben wir noch mehr Waffentreffer, dann blockt das ja, Smite auch noch mehr. Wie heißt Smite auf Deutsch? Bin ich gar nicht dabei. Niederstrecken, genau. Okay. Benutze ich ja nicht so viel. Also ja, es ist auch mir ein bisschen so, dass ich einfach nicht gerne Attacken einsetze, die auf einen Gegner zielen. Oder man hat einfach die gewissen Idole halt wirklich wichtig. Sehr braucht, oder? Ich habe sie einfach nicht gefunden. Die Brocken, also die droppen auch wirklich nur in Last Ruin und Age of Sabinda, glaube ich. Ich habe da mit dem Void Dean so lange danach gesucht. Das ist auch keins. Also die droppen jetzt auch wahrscheinlich gar noch nicht. Es wurde wahrscheinlich sehr genervt, die Drop. Die Drop Locations. Wirklich nur noch auf die letzten Ido-Ding. Sag schon. Monolithen. So. Oh, der fliegt davon. Blitzschnell so 30 Meter nach oben. Sieht so cool aus. Ich will auch so einen Fleischerbeil haben. So hinter die Webcam. Also, ja, wo man hinter mir so einen Fleischerbeil, eine Guillotine hinstellen. Mit Skrei bei Drago Basler. Ja. Was könnte ich eigentlich hinten dran stellen? Wenn ich jetzt eine neue Webcam hätte. Und hat auch wirklich toll. Wenn ich jetzt eine Webcam hätte, dann würde ich wahrscheinlich ein Regal hinstellen. Und in dieses Regal würde ich meine alten Spiele, wenn ich die holen könnte. Kann sie ja nicht gut im Bus oder so transportieren. Ist leider ein bisschen ja, schwer dann. Ich könnte Comics oder so, die ich habe. Ich könnte irgendwas Schweizerisches. Was Schweizerisches, was habe ich so? Sie vielleicht nicht so hart, wenn sie nicht aus der Schweiz kommt, natürlich. Sturmgewehr. AK-47. Ganze Edition. Mit Schokolade. Ja, genau, Schokoladentafeln. Sehr gut. Und feurige Wirbelwinde. Ja, ich war mal ein guter Feldschütze. Feldschießen. Mit recht großen, langen Gewehren. War der Mr. 100%. Ja, im Feldschießen ist ja anders als im Dart. Die Mitte hat wirklich ein effizientes Teil. Meisten Punkte gebend und ich habe es einfach mehrmals wirklich das nächste Loch reingeschossen. Zuerst mal ein Loch in die Mitte. Und dann immer wieder in die Mitte. Ja. Leute, ich wollte es eigentlich gar nicht so gut treffen, aber mir war langweilig.
Wenn mir langweilig ist, dann kann ich wirklich gut sehen. Und ja, man muss immer zwischendurch natürlich laden und so, da hat es mich immer mehr angeschissen. Und ich habe dann, ja, mich einfach besser konzentriert. Ich konzentriere mich wirklich besser, wenn ich nicht, ja, unter Spaß stehe. Aber es war irgendwie, weiß es nicht, einfach ein Talent von mir. Es ist immer noch ein Talent von mir. Vor allem in GTA Online habe ich auch immer wieder gemerkt, ich kann gut sehen. Ich habe auch so gerne Taktik, ja, Eco-Shoots und so gespielt, wo man auch gut ziehen muss. Sniper zum Beispiel oder Ghost Recon, Midlands zum Beispiel oder die älteren. Und ja, habe auch immer wieder gemerkt, ich kann einfach gut ziehen. Aber sie bohrt mich schon fast ein bisschen, wenn ich mich zu sehr dran auslege. Und das muss man ja hier eigentlich nicht unbedingt, also einfach seitwärts ziehen. Jo. Oh, das kostet mir zu viel Mana, okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Kugel tut sich unten einfach schneller reduzieren, weil sie einfach dünner ist, oder? Das haben die Entwickler irgendwie extra so gemacht. Dass ich manchmal das Gefühl habe, wenn man es unten einsetzt, mehr kostet, als wenn man es oben castet. Jo, einfach sichtbar bei der Kugel einfach so ist. Stimmt wahrscheinlich. Es muss ja so sein. Sonst kann ich nicht verstehen, wieso. Zum Beispiel habe ich ja diesen Feuerball-Sorcerer angefangen. Ich wollte zuerst eigentlich einen Runenmeister machen, aber ich habe einen gefunden, der relativ gut ist mit Feuerball und vulkanische Kugel, der aber Sorcerer ist. Und dann habe ich natürlich, jo, kurz davor den Belt gefunden. Der ist gar noch nicht so alt. Und der ist jetzt momentan ein Aufbau, aber ich will jetzt den Vulkanus wirklich durchspielen. Möchte euch natürlich auch viele Videos bringen von ihm. Ja, werden wir sehen, wie weit wir kommen. Also wenn es wirklich sehr schleppend dann geht, wird wahrscheinlich nicht so schleppend gehen, wird wahrscheinlich mehr abgehen. Dann kann ich immer noch zum Beispiel diesen Bild machen oder einen, wo man Judgment, diesen einen Nahkampfskill von Paladin. Der heißt auf Deutsch Richterurteil, genau. Oder Richturteil mit Aura. Man kann den rechts auf Aura, auf Aura spielen. Und der ist besser als diesen Bild, den ich zuerst genommen habe. Mit dem Speer da, wo ich noch nicht gedroppt bekommen habe. Also wo ist dieser Richturteil da? Hier ist geweihter Boden mit einer Aura und sollte ziemlich gut sein. Aber das Problem ist, Richturteil ist so spät dann benutzbar. Ich muss zuerst irgendwelche Items haben, die jo, legendary sind. Also müssen wir noch ein bisschen aufheben. Ich weiß, ich bin ein bisschen langsam durch das Let's Play und da ich wirklich sonst fast nicht spiele. Wenn ich mal spiele, dann level ich irgendwie einen Charakter hoch und dann kann ich natürlich auch nicht viele Items finden oder so. Und ja, jetzt momentan ist einfach nicht die Zeit so da zum Livestream. Und ja, du lieber jetzt einfach momentan nur Videos machen. Da wir auch bald mit GTA Rollenspiel beginnen oder mit einem eigenen Server mit vielen innovativen Ideen, muss ich da einfach auch sagen, ich kann jetzt momentan nicht so viel Last Epoch live streamen und dann bin ich müde für Rollenspiel und nicht ja, motiviert oder weil ich zu müde bin. Weil das einfach ja, schon sehr viel Kraft zuerst mal kostet. Wird wahrscheinlich bald beginnen und dann kann ich ja immer noch, wenn es leichter mir fällt, dann auch noch Last Epoch immer wieder live streamen. Aber ein bisschen Geduld, ja, das ist wichtig. Und sich genügend Pausen macht, weil man halt nicht immer nur Livestream sein kann oder Game sein kann, auch andere Dinge machen muss. Aber hey, wenn das so gewollt wird, kann ich schon Livestreams machen natürlich. Es müssen aber mehrere es wirklich wollen, dass ich meine Energie auch wirklich gut dafür opfern kann. Ja. Ja, ich rede halt auch ein bisschen.
Ich kenne viele Livestreamer, die reden einfach fast nie, wenn auch niemand da ist. Ich rede ständig. Immer etwas Schönes zum Erzählen. Ja. Könnt ihr mir auch gerne mal ein paar Themen in die Kommentare schreiben. Oder irgendwelche ja, Wünsche, Ideen, also die ich einfach für euch machen kann. Jetzt hat zum Beispiel jemand gepostet, der findet es wirklich cool, dass ich den Hammerdienst-Skill einsetze, oder? Hammer beschwören. Und jo. Der andere Bild mit dem Judgment-Aura, Richter-Urteil-Aura, der hat jetzt momentan recht lange noch diesen Hammerdienst-Skill. Also ich könnte ihn auch spielen in ein paar Parts. Aber ich bin so gehypt auf diesen Bild. Ja. Er ist wirklich stark geworden. Ich habe wirklich zu wenig Schaden gemacht. Wollte ihn einfach nicht mehr weiterspielen durch Akt 6. Bis ich zwei von diesen Idolen habe und ich habe sie endlich. Ich bin glücklich. So, noch mehr Länge da. Gut. Also haben wir hier... Nichts, kein Item. Idole-Slots haben wir auch keine bekommen, natürlich. Ja, da geht's bis Akt 7 her anfangen. So. Ja, dauert wahrscheinlich ein Part noch. Ich werde mal einfach wieder durch diese Zone, wobei mir sehr viel Performance braucht, durch Level noch. Dass wir dann Ende des Parts kurz einen halben Akt weiterspringen. Und weil dort einfach auch die Bosse sind, die so lange dauern, die zwei. Und eben auch sehr viel Leistung durch die Aufnahme verbraucht wird. Die ist ja ziemlich auf maximaler Qualität. Fehlt nicht mehr lange viel. Also ich muss einfach eine zweite Grafikkarte haben. Dann kann ich wahrscheinlich auf extremst guter Grafik und 4K und alles aufnehmen. Ich finde aber 4K gar nicht viel schöner. Ich weiß es nicht, wie ihr es habt oder so. Aber meine Augen sind einfach zu gut. Ich sehe den Unterschied. Jo. Sehr, aber nicht gut. Wie sagt man? Also, ich habe Full HD schon eine mega gute Grafik. Dann ist der Sprung zu einer noch bisschen besseren Grafik gar nicht so hoch. Weil, ja, Maximum ist halt auch Maximum. So, hier habe ich noch ein bisschen Textspeed genommen. Und hier nehmen wir genau diese Mana-Kosten. Das ist auch ein Nahkampfangriff, aber das haben wir nicht gerade momentan. Doch, wir haben ja den. So, dann haben wir noch einen Punkt. Und dann müssen wir hier göttlichen Blitz nehmen. Ist dort bei göttlicher Blitz genau noch die zweite. Aber die Chance geht zurück. Also wenn man hier, geht die Chance zurück. 10% pro Punkt. Und 20. Okay, wir haben 20. Und 10% von 20. Oh, muss ich gleich noch ein bisschen ausrechnen. 18 oder 16? Ich glaube 16. Ja gut, also auf jeden Fall ein bisschen reduziert. Ja, müssen ja nicht so viele sein. Wir werden mal sehen. Wir machen einfach mal so, dass wir nur keinen einzigen Punkt im zweiten machen. Und dann mal schauen, wie wir so viele Brocken. Die sehen wir wahrscheinlich auch nicht, weil sie sofort beim Gegner dann einschlagen. Naja. Am Anfang weniger und dafür später dann ja mehr in einer Kette. Wieder diesen Feuerglied. Ein Feuerlied. Ich habe jetzt zwei schon, so für den Feuerball und Vulkanik Orb Sorcerer hingestellt. Der ist wahrscheinlich Akt 4 jetzt. Also da muss ich jetzt einfach wieder ein bisschen Zeit haben. Heute Morgen schon um 5:30 aufgestanden. Jetzt gar nicht mal so müde, aber am Nachmittag war ich sehr müde. Und also da muss ich nicht aufnehmen. Im heutigen Tage. Und ja, wir haben einfach einen Bewohner, dem muss ich sehr viel erklären. Die anderen machen wirklich sehr wenig. Also die Wege ist fast ein bisschen viel zu ruhig.
Viele verweigern ihn ständig wegen Schizophrenie und so. Ich weiß nicht, wie solche Leute so selbstständig sein können, wenn sie doch so wenig machen können oder wollen. Ja. Hätte ich mit meiner Nervenkrankheit, wo eigentlich sehr wenig machen dürfte, ja, kann das einfach auch nicht alles managen. Also heute wieder komplett müde am Abend. Also so körperlich müde, nicht müdigkeitsmüde. Aber hey, ich bin fit und durch diesen Sport und alles, kann ich das noch mega gut aushalten. Die Muskeln werden einfach nicht schmerzhaft. Was ja bei Ermüdigkeit manchmal vorkommt, bei den gesunden Menschen auch, gibt es bei mir einfach nicht. Da ich eben auch trainiere. Aber auch Hobbys habe, wo ich nicht anstrengen, wie zum Beispiel Game. Und da muss ich halt schön den Einklang haben und habe dann einfach weniger Zeit. Ja, andere sind halt ständig am Streamen oder am Aufnehmen, ich nicht. Ja. Dafür, ja. Kann ich während dem Hochladen halt wie ich Sport machen. Und dann auch später noch. Genau. So, jetzt mal so geschossen. Dass die Blitze runterkommen. Also ihr merkt vielleicht noch, ja, Gegner dauern manchmal ein bisschen. Aber das ist einfach jetzt momentan, weil ich, ja, das Might und so noch nicht so gelevelt habe. Nicht so Maximum habe. Und ja, Kriegspfad macht sowieso wenig Schaden. Und hat hier auch einen Bug, dass ich nicht weiter nach links komme. So. Oben seht ihr die Debuffs. Jeder Debuff. Und der Beat macht halt insgesamt halt schon sehr viel. Er ist zäh, er ist ziemlich schnell, er spammt, er sieht schön aus, er schießt viel. Ja, wieso nicht? So, und wie viel brocken wir von Smite? Tausende? Wenn wir dann noch die Windbolts haben. Müssen wir nächstes Level mal kurz schauen, ne? Ist ja richtig geil. Und dann gibt es ja noch Vulkanus. Und Vulkanus hat auch so ein Geschoss. So ein Wurf, also ein Wurfgeschoss. Das hilft schon viel. Chance von 10% bei Nahkampftreffer Magmasplitter. Magmasplit ist wahrscheinlich von Vulkanik Orb, so ein Geschoss oder etwas anderes. Auf jeden Fall, ja, hoffentlich schon sehr viel. Weil wir jetzt auch Smith-Chance, ja, ziemlich viel, ja. Muss mal kurz schauen, lesen. Pro Sekunde nur, okay. Da haben wir 5% Chance. Und das wäre jede Sekunde einmal von Kriegspfad und ein paar von Smite. Das ist da einer gewesen. Das ist wieder einer von Ding. Also die schnellen sind scheinbar die von der Ding. Also 5% ist schon viel Proc. Weil wir so schnell angreifen. Okay, die Handschuhe sind noch nicht holbar. Was ist jetzt hier wieder im Weg? Naja. So. Okay. Wir können auch zwischendurch da diesen Satz nehmen. Sind wir auch noch ein bisschen schneller. Gut, viele LP für Diener. Nee. Schade, dass wirklich diese Waffen von diesem Bild, also von diesem Charakter. Amboss-Wächter, genau. Leider nicht so zäh sind, man muss sehr viel Minion-HP nehmen. So. Und das kann ich einfach nicht gut genug. Ich möchte hier Schaden austeilen, liebe Zuschauer. Nicht so viel die zäh machen. Also leider nicht so mein Bild geworden. Aber ja, das habe ich eigentlich schon gewusst, bevor ich den neuesten Beat von denen gemacht habe. Aber ich dachte, weil das so viel Rare hat und so,
Jo, Smite einsetzt, heilen sich die Minze. Nein, es... Ja, ja. Die Echo-Gegner machen halt immer zu viel Schaden. Für Minions. Was ist das? Oh, die coole Rüstung. Schade, dass das einfach keine LP-Regeneration drauf hat, sonst könnte ich die jetzt benutzen. Ja, so langsam könnte ich sie eigentlich schon benutzen. Naja. Brauchen wir nicht. Wir haben noch keine Zweihandwaffe. Und wir sind genug zäh. Die Rüstung macht uns natürlich schon ziemlich zäh in dem Prozent. Schadensreduzierung drauf. Wie viel ist das hier? 15% weniger erlittener Schaden. Aber nur mit zwei Handwaffen. Okay. Gut, habe ich sie nicht genutzt jetzt schon. Also, im Endgame könnte ich sie vielleicht sogar nutzen, aber es gibt halt, ja, Best im Slot, Items. Siegel der Hoffnung. Ja. Schau gleich mal. Wir benutzen einen mit 4 zu Warpuff, okay, und Increased Fire Damage und ja, die Brandschaden Chance noch erhöhen. Es ist also wichtig, dass Warpuff wirklich höher gelevelt ist. Klar. Können wir die Bewegungsgeschwindigkeit während dem Wirbel noch erhöhen? Das sein. So, wie schnell gehst du runter? Wow. Auch schnell, also es ist gar nicht so langsam. Macht einfach noch viel mehr Spaß. Als zum Beispiel, wo haben wir ein bisschen länger gegen dicke Gegner gehabt? Beim letzten, beim Smitter. Mit dem Blutschnitterbild. Jo, die sind einfach noch nicht so stark genug. Es war ein bisschen schleppend, gell. Tut mir leid, dass ich manchmal einfach Sachen ausprobieren will und dann merke, dass sie doch nicht so stark sind. Aber so ist es, oder? Ausprobieren und das nächste Mal besser machen, wieder mehr Spaß haben. Genau. Wir sind so zäh, dass wir so richtig durch die Gegner durchfetzen können. Ah, das macht Spaß. So, dann haben wir noch den Boss. Ja, können wir locker machen. 3 Minuten haben wir die besiegt. Und dann mache ich einfach den Anfang. Bis wir im Lager sind, Akt 7, das ist wirklich wenig. Das sind eigentlich 2 Gebiete, die recht langgezogen und langweilig sind. Und einfach irgendwie zu viele Scripts procken. Zu viel Brand zu sehen oder so. Ja. Also leider nicht so gut zeigbar, diesen Abschnitt. Aber da dürft ihr gerne selber spielen. Natürlich dann ja, ein Bild davon machen. So, ich mache mal noch den Ding raus. Der ist einfach nicht gelevelt. Aber einfach so ein bisschen zum Ablenken. Ein bisschen Armor. Lebendige Rüste. So, und jetzt einfach mal kurz schauen, ob ich Mana regenerieren darf. Ah, das ist der Shit. Okay, dann muss ich leider ein bisschen wechseln, wenn ich nicht so viel Mana generiere. Ja, komm, wir bleiben einfach so. Wir tanzen um die Gegner. Und haben unseren Spaß. Wieder ein Tanzbild. So geil. Ja, jetzt ist momentan sehr viel Gift auf dem Boden. Schade, dass die so mega stacken können. Kann man nicht so blöd herumwürgen. So, also wir brauchen wirklich mehr Mana. Deswegen hier. Und einen Satz machen. So. Wirklich toller Bild. Leichter Bosskampf. Aber das dauert halt. So. Also genug stark sind wir einfach noch nicht. Das heißt, im nächsten Part können wir dann das ausrüsten. Noch 2 Levels. Okay. Geil. Weil die Handschuhe habe ich nie richtig benutzt. Kurz mal ausprobiert. Aber einfach gemerkt. Jo.
Es geht leider ja nicht ganz so mega schadenstechnisch hoch, aber dafür können wir mega schnell angreifen. Okay, der Schaden geht so auch hoch, aber nicht genügend. Und habe ihn dann immer wieder ausgewechselt, diese Handschuhe. Zu einem einfach etwas besseren. Das ist so geil, wie schnell wir jetzt schon drehen. Das sieht so, ja, wie eine Achterbahn aus. Schön. Wunderbar. Also, wir sind hier beim Wegpunkt. Ja, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Hier kann man mal schreien. Ja, ich hole mir den Wegpunkt, laufe dann zum Lager von Akt 7 und dann können wir wieder ein Part machen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.